euch und in ihrem Haus feiert jemand Geburtstag, und zwar die Annabelle, wird 20. Jawohl. Wieso ist denn da die Daniela Katzenberger mit im Spiel? Ja, die Daniela Katzenberger, die hilft uns dieses Jahr, die begleitet unsere Kampagne. Unsere Idee war natürlich, auch was für Kinder zu tun. Sie engagiert sich ja für ein Herz für Kinder. Und hier haben wir uns was Besonderes ausgedacht, und das wollen wir eben zusammen mit der Daniela Katzenberger umsetzen. Mhm. Wieso? Also man macht sich ja da im Unternehmen Gedanken. Ist denn Diva Katzenberger Ihre Markenbotschafterin? Hätte jetzt auch die Mika Schäfer sein können zum Beispiel? Ja, sie passt aus unserer Sicht jetzt sehr gut zu uns. Sie ist ja auch selber eine junge Mutter. Sie ist ja auch ein bisschen Baby-Born-Generation, die andere Marke, für die Zapfkreation steht. Ihre Tochter spielt auch selber mit einer Annabelle. Und nachdem sie auch das Thema Mode ja auch klar im Fokus hat, war es natürlich naheliegend, mit der Daniela Katzenberger zusammen dieses schöne Modell zu entwickeln. Wie läuft so ein Gestaltungsprozess dann eigentlich ab? Kommt dann die Frau Katzenberger zu Ihnen ins Designlabor und sagt, ich hätte gerne einen rosaroten Rock und ein bisschen grau soll mit dabei sein, damit es nicht ganz so schill ist? Daniela hat ja natürlich auch eine eigene Vorstellung von Mode. Kann ich mir vorstellen. Sie hat es zusammen mit unseren Designern auch sich angeschaut. Die Baby Annabelle Marke ist ja eine sehr klassische Marke, sie ist also nicht zu bunt auch, und das sieht man auch hier sehr schön mit dem Grau und dem Pink, und dann ist natürlich so ein bisschen ihre Handschrift, das sieht man ja auch nochmal, also ihre Katze hier im Design mit eingearbeitet, auch nochmal die süßen Katzenöhrchen, und dann war natürlich, sage ich mal, so ein pinker Falkenrock, da kommt natürlich nochmal ihre Pink-Liebe stark zum Tragen. Was ist Ihr Spendenziel bei der Aktion Ein Herz für Kinder? Ja, wir haben ja die limitierte Edition der Baby Annabelle jetzt. Wir wollen hier in Deutschland schon auch einen stattlichen Betrag zusammenkriegen. Wir spenden ja jetzt 7 Euro pro Puppe. Das Ziel ist eben hier wirklich die 100.000 Euro zu überschreiten. Und sie wird ja dann im Dezember auf der Spendengala Ein Herz für Kinder diese Übergabe machen und auch nochmal die letzte aus der Limited Edition selbst versteigern. Okay. Wie gehen Sie da jetzt in die Zukunft? Soll die Frau Katzenberger jetzt über Jahre Ihr Markenbotschafter werden, oder sagen Sie wieder, Trends sind ja kurz, wir gehen jetzt mal auch in eine andere Richtung in den nächsten Jahren, oder was ist da Ihr Plan? Ja, das ist jetzt erstmal die Aktion für 20 Jahre Baby Annabelle. Wir schauen jetzt mal, wie das läuft. Ja, vielleicht ergibt sich immer was, aber es ist jetzt gibt noch keine fixierten Pläne. Ja, aber wir freuen uns jetzt schon, das hat ja alles sehr gut angefangen. Die Kollektion kommt hier sehr gut an, und Frau Katzenberger freut sich auch. Also sie ist ja ganz engagiert bei dem Thema. Alles Gute für die Spendenaktion. Vielen Dank. Dankeschön.